Leute der Zorro hier. Willkommen in die nächste Folge Ark. Ich spiele Tiamat, eine Map. Und es ist immer noch Weihnachten hier. Ich hoffe, das ist bald mal vorbei. Nervt gerade ein bisschen. Also ich habe hier gebaut, meine erste Anfängerbase. Die zweite Folge ist es. Und ich möchte euch kurz zeigen, wo ich bin. Ihr seht schon, hier die Schmiede läuft schon. Ja, mach schon fleißig. Stell schon fleißig Metall her. Und habe eine Werkbank und ein bisschen gelevelt. Habe oben noch hier das Dach fertig gemacht. Alles aus Holz mittlerweile gebaut. Ja. Und kann jetzt hier schon rumlaufen. Da drüben, genau, hier ist einer der Obelisken quasi. Und hier waren so eine, ich weiß den Namen nicht, aber so Mischung aus Pferd, Esel, irgendwas, Hirsch. Einer war hier auch eingeklemmt. Man kann die zähmen, passiv, und reiten. Und ich habe es nicht hinbekommen. Also die schmeißen einen nämlich ganz schnell ab. Und das haben sie bei mir immer gemacht. Leider, deswegen habe ich es nicht hinbekommen. Hier waren mehrere. Ich habe es also echt oft versucht. Hallo. Und ja, schade. Und eine Sache wollte ich euch noch zeigen. Ich muss sie nur finden. Gibt es nämlich, genau, das hatte ich letzte Mal von Ferne gesehen und dachte, was ist das denn? Aber guckt mal, da sind die Edelviecher. Merry Christmas. Ja, es weihnachtet sehr. So, hätten wir das. Ich gehe mal wieder zurück. Mir ist auch gerade nicht kalt, es ist komisch. Also mal ist es hier total kalt und mal ist es offensichtlich nicht kalt. Und ich weiß noch nicht so genau, warum. Was ich machen will in dieser Folge, ist gar nicht so sehr Gegend erkunden, sondern eher eigentlich ein bisschen gucken, dass ich ein bisschen levele und dann vor allem mir Metall hole. Ja, das gibt es einerseits aus solchen Steinen hier, den runden Stein. Ich habe ja jetzt mittlerweile hier Metallwerkzeug. Da kriegt man ein bisschen was. Ja. Tschupp. Ich habe hier, wie ihr seht, auch schon ein paar Sachen gemacht, auch schon ein paar Sachen gesammelt. Und das schmeißen wir da rein und dann gucken wir mal. Vielleicht kann ich schon ein Beet machen und beim Beet anlegen ein bisschen leveln. Also den Kompostbehälter kann ich schon machen, da habe ich auch schon einen gebaut. Wasser könnte ich auch schon machen. Ich brauche nur ein Beet dazu und das weiß ich gar nicht, ob ich das schon habe. Nee. Ich weiß nicht, wann ist das? Gibt es das mit dem nächsten Level? Ist das schon? Nee, das sind die Steinsachen. Wann kommen denn das? Die Beete? Kleines Beet, doch, kann ich schon machen. Ha! Genau. Und da muss ich mir überlegen, wo ich das hinmache. Will ich auf jeden Fall natürlich auch einen Untergrund machen, dass ich da später quasi einen Gewächshaustraum machen kann. Und es darf nicht zu weit weg zum Wasser sein. Ich will hier keine Kilometer Rohrleitung legen. Also mal überlegen. Na, wahrscheinlich macht es schon Sinn, das hier drüben zu machen, oder? Wobei ich dann gerne die Metallsachen unten drunter machen würde. Und die kann ich noch nicht machen. Nicht die Metallquatsch, die Steinsachen. Also einen Steinfußboden. Das heißt, wir werden erstmal gucken, dass wir noch ein bisschen uns Metall holen. Guck mal hier, das müsste massig Metall geben, ja. Und Stein. Muss man echt aufpassen mit meinem Gewicht. So, ich habe hier auch ein bisschen umsortiert. Und die können wir, glaube ich, droppen. Und sonst habe ich gar nichts mehr. Die Steine da rein. Ihr seht, ich habe hier noch zwei Kisten mehr gebaut. Ich brauche einfach echt viele Kisten. So, im Übrigen natürlich erstmal auch hallo, schön, dass du zuschaust. Ich hoffe, es gefällt dir. Die Map Tiamat ist im Early Access. Ganz wichtig zu wissen. Also da kann es durchaus noch Änderungen geben. Und wird es auch noch Änderungen geben. Und ich habe ja letztes Mal schon ein bisschen die Gegend erkundet und bin, eigentlich war alles total friedlich. Bis auf einmal ein Level 85, was war denn das? Müssen wir mal nachdenken. Wolf, glaube ich. Direwolf, oder? Level 85 Direwolf. Also irgend so was, also vor mir stand und ich dachte so, huch,
Zum Glück war ich dann irgendwie so rückwärts hochgegangen, dass der nicht an mich rankam. Das war aber echt so. Okay. So, Level up verfügbar. Jetzt gucken wir gleich mal. Jump, das schmeißen wir da rein. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen Holz. Und ich glaube, ich brauche mehr Gewicht. Ich habe schon 170. So, kann ich jetzt die Metall, nicht Metall, Steinfundamente machen, genau. Und dann das S plus Stone Foundation. Das wird die Grundlage des Gewächshauses. So und so, das schmeißen wir da rein. Und hier haben wir schon ein bisschen Pups gesammelt. Und einen haben wir schon. Nee. Noch gar keinen. Aber ist in Arbeit. Unser Kot ist in Arbeit. So, dann können wir mal... unser Dünger ist in Arbeit. So rum. Dann können wir hier mal hingehen und sagen... Hier machen wir... das. Davon brauchen wir Holz, Stein und Stroh. Na, super, oder? Achso, nee. Das ist ja falsch. Ha! Das war das völlig falsche. Holz, okay. Wisst ihr was? Ich muss, glaube ich, muss mir erstmal eine Kiste hinstellen. Fasern und Stroh. Sonst bin ich hier echt völlig überladen. Hier hin. Mal gucken. Machen wir die Kiste hier an die Seite. Und dann kommen die Sachen schon mal da rein. Ne, das Metall nicht. Das können wir droppen. Oh, die Beere wird auch zu schnell weg sein, als dass es die jetzt Sinn macht, die hier mitzunehmen. Mal gucken. Teil nach da. Kann da nebenher brutzeln. Hier habe ich schon ein bisschen angefangen, aber es ist natürlich, das Narkosemittel ist natürlich immer aufwendig. Da ist es sehr hilfreich, wenn man einfach Felder hat. Dann dauert es zwar ein bisschen, aber dann kriegt man da zumindest eine ordentliche Menge. Ich habe ja auch noch keinen Dino gefunden, der mir da irgendwie bei helfen könnte. Leider. So. Nein. So, Herstellung. Okay, also so viel haben wir jetzt nicht. Level up, schön. Jetzt gucken wir mal. Vom Wasser aus gesehen vielleicht. So hier. Und dann... Also 6 Stück insgesamt, denke ich mindestens, oder? Level up, im Übrigen verfügbar. Super, das kommt nochmal in Gewicht. Gewicht. Wo sind wir denn? Was können wir denn machen? Die Steinsachen können wir machen. Die Armbrust. Das ist sehr schön. Und die Metallpike. Speer? Habe ich den Speer nicht gelernt? Doch, den habe ich doch gelernt. Komisch. Der war doch ganz am Anfang. Den habe ich doch. Warum sagt der mir benötigt? Komisch. Armbrust. Ah, die beiden Sachen. Blueprint Maker, Hatching Post. Das nützt mir alles noch nichts, weil ich habe hier echt keine Tiere in der Gegend, die mit denen ich was anfangen könnte. So, packen wir alles hier in den
in die Kiste und dann besorgen wir uns immer die Sachen, wenn wir sie brauchen. Das gab eine Menge Metall. Kann ich jetzt einigermaßen laufen? Ja, langsam. Das bringen wir gleich mal weg. Schupp. Also Metall gibt es ja echt jede Menge und das ist ziemlich cool. Muss ich sagen halt. Auch Stein. So. Düm, düm, düm. Herstellung. So, 3. Alle herstellen reichen nur 2. Was brauchen wir noch? Stein vermutlich. So. Ja, wir können ja auch später noch anbauen. Das ist ja erstmal nur... Ja, das ist ja erstmal nur die, für den Anfang. So, jetzt will ich aber nur einen haben. Ich kann ja jetzt auch noch kein Gewächshaus bauen, weil ich habe ja noch keine Glaswände. Wir könnten allerdings mal gucken, ob wir hier... Warte, jetzt wird es dunkel. Ob wir hier Kristall rauskriegen aus diesen Sachen. Wasserglas, das ist sehr gut. Dann habe ich das Problem mit dem... Und wir können das mittelgroße Beet machen, dann machen wir das gleich. Dann habe ich hier das Problem mit dem Wasserversorgung nämlich nicht mehr. Kann man hier, Kristall raus? Und zwar jede Menge. Nicht schlecht. So, okay. Hier dürfen wir nicht machen. Sonst sind wir überladen. Sehr cool. Warte mal, was brauche ich denn für das Wasserglas? Leder und Zement. Okay, Zement habe ich, glaube ich, keinen. Machen wir mal noch da. Ich muss dann noch die Bewässerung hier bauen. Das andere bringe ich mal kurz hier rüber. Düm, 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 düm. Düm, 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 düm. Nee. Das müsste dann hier rein. Da war schon was. Ah, da haben wir... Davon haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal einiges. Ich pilze schon. Ja, habe ich noch welche. Wir haben eine schön lange Verfallszeit. Das ist gut. Also Ziel ist es auf jeden Fall, wartet mal kurz, Narkobeerensamen, Zul, Meo, müsste welche haben, Karotten, Arme, Zitronen, habe ich keine Narkobeeren, Kartoffel, ich dachte ich hätte Narkobeerensamen, da muss man ein bisschen sammeln gehen, glaube ich. Bevor wir das machen, können wir uns aber... Achso. Die Unlearned wollte ich gar nicht. Das einmal machen. Pullen. Einmal herstellen. Und das einmal pullen und einmal herstellen. So. Und dann kommt der nämlich nach da. Und das kommt nach da. Und dann haben wir hier schon mal auf jeden Fall eine bessere Bewaffnung. Schon mal den Pfeil einlegen. So. Jetzt geht's weiter. Weiter, weiter, weiter. Ich muss die Beete machen. Mittelgroßes Beet. Gibt's die Beete eigentlich auch in der S-Plus-Version? Medium Cropplot, ja. Dann machen wir die in der S-Plus-Version. Was brauchen wir denn dafür? Das können wir das hier alles pullen, jo. Davon erstmal, ich baue erstmal 2 und den Rest machen wir dann später. Ja, muss er auch jetzt nicht übertreiben. Genau, die snappen hier nämlich schön drauf. Hallo,
es war zu verlockend. Leder, Fleisch. So. Jetzt müssen wir erstmal noch ein bisschen Stein sammeln, glaube ich. Müssen wir mal gucken, was braucht man. Achso, die muss ich ja erst lernen. Wo ist sie denn? Das hier. Ansaugrohr. Intake. Braucht Stein. Herstellung. Lass mal gucken, wann wir ein Level aufgestiegen sind, dass wir den Rest lernen können. So, aber du kommst auf jeden Fall sozusagen hier hin. Dann haben wir das schon mal. Da ich sowieso Stein brauche, können wir uns gleich hier noch ein bisschen Stein holen. Und haben das Level. Essen wir mal einen Haps. Dimp. So. Ach Quatsch, ich muss ja erst hier. Was ist denn jetzt? So. Ich muss erst das hier machen. So, Gewicht 200 reicht dann erstmal. Gehen wir mal ein bisschen in Gesundheit. Und kann jetzt. Stegosattel hab. Stegosattel habe ich schon. Krass. Was habe ich noch für Sattel? Ikus. Das waren diese Tiere. Aber das habe ich nicht geschafft. Raptor. Triceratops habe ich auch alles schon lange. Ich habe nur noch keine gefunden. So. Es gibt die. Annehmen. Vertical. Die S-Plus-Sachen sind einfach deutlich besser. Verbindet. Gut, so, verstärkter Wasserschlauch. Ach so, das gibt es jetzt auch im normalen. Verstärkter und hier heißt es flexible. Das ist, glaube ich, die Übersetzung nicht so ganz sinnvoll. Okay, so, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns hier was herstellen. Ich glaube, ich brauche erstmal ein paar Client-Sachen. Bestimmt so drei. Um von da unten ein bisschen Höhe zu gewinnen. Denke ich mal, weil ich da doch sehr tief bin. Boah, das könnte schon fast reichen. Ich muss gar nicht höher. Nö, ich glaube, ich muss gar nicht höher. Dann brauchen wir gerade Sachen. Schräg, nicht. Immer die S-Plus machen will ich machen. Client, straight. Das ist jetzt nicht so gut. Jetzt nehme ich tatsächlich noch mal eine höher, denke ich. Hat sich vorher noch nicht so angefühlt, aber genau. Wir kommen sogar ziemlich gut hin. Cool. Wenn wir jetzt ich von den Client gar keins mehr, von den Straight gar keins mehr gebraucht, davon einen machen, bin ich ja schon fast da, oder? Und hier jetzt ein Wasserhahn ran. Das müsste reichen. Pull. So. Nicht bepflanzt. Oh, kann man gar nicht lesen. Wasser 400 bewässert. Genau. Jetzt sind die beiden bewässert. Jetzt brauchen wir natürlich noch Dünger. Und wir brauchen
dachte, ich hätte Narkobeerensamen, aber einmal Narkobeerensamen habe ich gerade gefunden. Wobei ich glaube, ich habe sowieso also maximal einen Dünger gerade. Wenn überhaupt, dann mal gucken, dass wir uns ein bisschen Fleisch noch holen. So. Und einen Dünger haben wir und einmal Narkobeerensamen haben wir. Ich lasse mal kurz hier. Wow, hier ist aber ganz duster die Ecke. Das darüber und sage hier einmal herstellen. Und dann pflanzen wir das Beet an und dann sind wir fertig. Eine Folge, wir machen uns ein Beet. Und jetzt ist mir auch kalt. Warum? Weiß ich nicht so genau. So. Das und das. So, jetzt haben wir bepflanzt und wir haben Dünger. Wunderbar. Was will man mehr? Treibhauseffekt ist null. Da ist unser Narkobeerensamen-Setzling. Da ist er. Der wird jetzt eine Weile brauchen. Das ist logisch. Das dauert ein bisschen. Aber im Endeffekt habe ich ein Beet. Und kann mich im Off noch ein bisschen um ein paar Sachen kümmern. Also ich kann auf jeden Fall hingehen und noch mehr Metall. Metall kann man immer gebrauchen. Werde mal gucken, dass ich hier noch ein paar Sachen sammle und sortiere und hier anlege. Holz kommt da rein, genau. Die Sachen schmeißen wir weg. Und da muss ich mal nach Zement gucken. Aber erstmal, glaube ich, geht es jetzt noch ein bisschen ums Leveln. Ihr seht ja, wie schnell ich gelevelt bin. Das war ja echt quick. Und Dirty, nee, Dirty nicht. Und wenn ich dann einen zweiten Dünger habe, dann kann ich hier vielleicht auch mein zweites Beet noch bepflanzen. Aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Okay, Leute, dann war es das jetzt erstmal. Ich habe ein bisschen noch an den Grafikeinstellungen gearbeitet und ich habe das Gefühl, zumindest das Spiel läuft jetzt viel flüssiger. Also ich habe ein bisschen mal gegoogelt und habe ein bisschen den Schatten reduziert und das Spiel läuft gerade super flüssig. Oh ja, das dauert noch. Und das ist richtig cool. Und das ist auch cool. Die Polarlichter sozusagen. Also das Spiel läuft viel flüssiger gefühlt. Also vorher war es immer so ein bisschen so, immer an der Grenze zum Ruckeln. Hat nie geruckelt, so richtig. Oder ganz, ganz selten mal spürbar, aber es war nicht flüssig. Und jetzt ist gefühlt viel flüssiger. Also ich finde es gerade viel besser als letzte Mal. Könnt ihr ja gerne mal reinschreiben, wie es in der Aufnahme rüberkommt. Ich werde mir die auch mal anschauen. Und dann freue ich mich natürlich, wenn es euch gefällt, hoffe ich dann. Schreibt mir das auch gerne mal. Bis zum nächsten Mal.